Also ich würde jetzt sagen, 50 Schritt vom Fluss weggehen und mir mal so ein Steinchen, einen handgroßen Stein greifen und den mal in den Richtung Fluss werfen. Ich nehme mal meinen Handspiegel heraus. Und den Flug verfolgen sozusagen vom Stein. Ja, Abelmir wirft Steinchen in den Fluss und nach einiger Zeit platscht es auf. Währenddessen holt Iserun ihren Spiegel heraus und du kannst eine kleine kreischende Gestalt mit Flügeln erkennen, die irgendwo über euch sitzt und dann dem der Spiegelreflexion versucht zu entkommen. Ich versuche sie mal damit zu verfolgen. Ja, das Auge versucht mit dem starrenden Pupille erst dich anzublicken. Du bekommst einen weiteren SP und dann kannst du sehen, wie das Ding zerbricht und in tausende Myriaden von Spiegelscherben zerbricht. Erwischt. Wir sollten irgendwelche Vorkehrungen treffen, dass das nicht nochmal passiert. Ich denke, ich habe noch irgendwo ein Alhaune. Lass Das mich kurz Ding gucken. saß auf der anderen Flussseite, beziehungsweise wollte wohl wieder zurück in Richtung der anderen Flussseite fliegen. Ich würde mal ein altes Stück Alraune rauskramen. Ein bisschen angucken. Ist es jetzt nicht schon zu spät? Es wird uns beobachtet haben. Aber kann es uns auch belauschen? Es ist ein Auge, aber. Ja, gewiss kann es das. Allerdings ist es jetzt wieder zurück in die siebte Sphäre gefahren. Nun, das sollte helfen, die Gottongis zu treiben. Nun, dann wird Hafax die anderen wohl schon erwarten. Trotzdem merkwürdig, dieses Phänomen dort. Nun, wir haben einen Auftrag. Wir haben nur noch bis morgen Zeit. Dann los. Kann jemand dieses Ding da steuern? Ja, natürlich. Und dann? Na, Iserun klettert auf den Bock, falls dieser Karren einen hat. Ansonsten wird der Esel geführt. Aber wir haben beim letzten Mal gesagt, das ist alles irgendwie ziemlich mickrig. Also ich denke, wir haben den Esel geführt bisher. Also für Boltax war oben Platz, für einen Fahrer ja, alles andere wohl nicht. Da liegt dann genug an Essen drauf, Eier, irgendwelche Körbe mit Hühnern drin. Ja, dann gehen wir nebenher. Ja. Währenddessen bei Boltax und Rafim. Ihr schwimmt und schwimmt und plötzlich, Rafim, kannst du bemerken, wie Mira untergeht und gezogen wird. Boltax merkt das auch. Oh, Affin, schau mal nach. Ja, ich tauche unter den Bären. Ja, wenn du untertauchst, kannst du sehen, die schimmernde Kuppel von Boltax ist wohl immer noch aufgerichtet und glänzt so ein bisschen am Wasser. Du kannst sehen, wie unter Mira am Fuß ein großes Wesen mit einem, es sieht aus wie ein menschlicher Körper, allerdings mit einem Haifischkopf nach ihm zieht und beißt und Mira da so ein bisschen gerade verzweifelt, weil sie, naja, schwimmen will, muss und Boltax auf ihr drauf sitzt. Und du siehst es dir nochmal an, es ist ungefähr so groß wie du, auch wenn es im Wasser schwimmt. Die Haut ist mit Beulen und Pusteln besetzt. Ja, ich versuche das mal von Miras Bein zu lösen. Raufenangriff. Unter Wasser. Plus 8. Aua. Hätte ich Unterwasserkampf gelernt, Freunde. Warte Derweil bekommst du die Aufmerksamkeit von einem Rukubur. Und es lässt von Mira ab. Du schlägst zu mit einem Schlagring, geweiht von Chor, und das Ding taumelt erstmal zurück. Hast voll auf die Nase getroffen. Es würde erst einmal zurücksetzen und überlegt sich dann nochmal, ob es dich angreift. Versucht es aber auf alle Fälle mal. Mit so etwas wie einem Sturmangriff unter Wasser. Scheiße. Ja, du siehst, wie der Haikopf auf dich zukommt und Zähne nach dir schnappen. Rüstung hast du ausgezogen und du bekommst 8 TP. Aua. Derweil, Boltax, du merkst wohl, wie du. Würfel mal eine Reitenprobe. Reiten. Ja. Okay, alles klar. Ich Das sieht nicht gut aus. Ja, du fällst ins Wasser, kannst dich nur so ein bisschen an dem Fell von Mira festhalten, an dem Geschirr und siehst dann wohl auch, wenn du mit dem Kopf unter Wasser tauchst, wie Rafim gerade mit einem riesigen Haikopfwesen unter Wasser kämpft.
Ich würde meinen Kopf unter Wasser halten und dem Haikopfwesen auf ritualwüste Beschimpfungen entgegenwerfen. Du hässlicher Sohn einer Flunder, du Abkömmling einer Krabbe. Ha, komm doch an Land, wenn du kämpfen willst. Ha, hier traust du dich, was? Überreden Probe. Ich bin ein Fan, ganz egal, wie das ausgeht. Ich bin ein Fan. Ja, es hat gerade nach dem Bein von Rafim geschnappt und ein großes Stück aus der Wade rausgebissen. Dreht es so einen kleinen Kreis und möchte jetzt auf dich zuschwimmen. Ich kletter natürlich wieder an Mira hoch und hoffe, dass sie beißt. Würfel mal eine Schwimmprobe. Ja, die würde ich gerne. Ich setze meine letzten 5 ASP ein. Ja. Meine Schwimmprobe. Beißhandwerk. Ja, genau. Okay. Vorher sind das also 10 THW, die du bekommst. Ja. Ich glaube, du kannst den THW nur verdoppeln, denk dran. Ich kann ihn nur verdoppeln. Ich habe momentan einen von 3, dann setze ich. 3 ein, dann hast du. Nee. Dann ach, nee, nicht, du setzt 2 ASP ein. Dann setze ich 2 ASP ein, dann kriege ich 4, dann bin ich bei 7. Genau. Also. Ja. Ja, du kannst maximal verdoppeln, du kriegst also trotzdem nur 3, wenn du 2 ansetzt. Ah, okay. Gut, schauen wir mal. Doppel 1. Ja, du ziehst dich kurz an Mira hoch, ohne Probleme, lässt die astralen Kräfte in deinen Arm reinströmen. Und während du nach oben ziehst, kannst du wohl sehen, wie das Haikopfwesen dir entgegenspringt. Fast so wie die wunderbaren Delfine, die an die Oberfläche herumspringen. Du kannst sehen, wie die Schnauze nach dir greift. Du hast dich gerade hochgezogen. Du hast noch alle Zeit der Welt, um in Zeitlupe einen Konter zu setzen. Geil. Kann ich versuchen... Attacke ist, egal was du machst, Attacke ist erleichtert um 8. Geil. Ich würde gerne versuchen, den so festzuhalten, dass Rafim ihm dann... das ist wahrscheinlich ein Ring, oder? Ich muss das wäre jetzt eine Ringprobe, ja. Okay, dann um 8 erleichterte Ringprobe. Wert, sondern erleichtert. Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Ja. Ja, springt auf dich zu, du duckst dich kurz, springst ihm dann selber an den Hals, versucht dich da so ein bisschen reinzubeißen. Das Ding platscht auf der anderen Seite, nachdem es einmal Mira übersprungen hat, in so einem grandiosen, grandioser Schauspiel. Du hast dich an seinen Hals geklammert, beißt da selber so ein bisschen rein. Da kannst du sehen, wie wohl wieder Rafim auf der anderen Seite von Mira auftaucht und das Wesen ist kurz irritiert, hat immer noch diesen menschlichen Unterkörper, aber diesen Haikopf und weiß jetzt nicht genau, was es tun soll. Versucht ein bisschen zu schwimmen, versucht ihn dann abzustreifen. Es ist einfach gerade sehr verwirrt. Rafim, jetzt töte es! Schnell! Ja, Doppelschlag mit dem Schlagring. Alles klar. Zweimal schnell auf die Nase. Bam, bam. Genau, er schwert immer noch um 8, das ist aber noch nicht das Problem. Das ist der erste. Ja, der Doppelschlag ist im. Also in dem Kampfstil muss ich noch einmal würfeln. Okay, dann gib mir nochmal den Schaden. Das ist einmal. Das sind aber TPA. Ja, gib mir nochmal einen Trefferzone plus, also W20. Dann ist das kein doppelter Schaden, weil du den Kopf hast anvisiert, du kannst halt die Nase treffen und es knackt vernehmlich und Blut sprudelt aus der Nase raus. Es sinkt langsam zu Boden. Es ist wohl nicht tot, aber es sinkt jetzt an den Grund der Tobimora. Ja, ich würde mich natürlich rechtzeitig wieder auf den Bären begeben. Ja, als wäre es das Leichteste der Welt, vollgesogen, dein Bart immer noch glänzend nass, ziehst du dich nach oben auf Mira und Mira selbst schwimmt dann wohl auch weiter, ebenso wie Rafim, wenn er sich ein bisschen umgeguckt hat, ob noch weitere von diesen Ruku-Ubur unter euch sind, aber ihr könnt dann auf die andere Seite übersetzen. Grauer Mann 1, Wochensohn 0. Ja, sehr gut. Oh, muss der sein. Als ihr euch plitschnass auf die andere Seite zieht, könnt ihr erkennen, wie dort wohl Yasina Melena'a steht. Alt, in einer grünen Sinderobe, verbeugt sie sich vor euch, knickst. Oh, schön dich zu sehen. Oh, du hast dich ja kaum verändert. Isinde zum Gruß. Yasina, wie ist es dir ergangen? Isinde zum Gruß. Gut. Mir geht es gut. Das freut uns zu hören.
Helm Havax wünscht euch zu sehen. Er erwartet euch zu einem Gespräch unter Ebenbürtigen. In aller Offenheit und ohne Liste oder Hintergedanken. Das schwört er bei seiner Ehre und dafür bürge auch ich. Es gibt vieles zu besprechen. Das ist gut. Können wir uns vielleicht ganz kurz vorher trocknen? Sie verbeugt sich wieder. Oh, aber schön, dass es euch gut geht. Ich hab mir richtig Sorgen um euch gemacht. Habt ihr denn das Wissen gehabt, das er haben wollte? Sie nickt. Naja, dann. Du kannst sehen, wie sie wohl so eine innere Zufriedenheit hat. Das kanntest du wohl, selbst als sie in der Globule von der Sinde war, kanntest du das so noch nicht von ihr. Aber selbst wenn sie nicht lächelt, du hast das Gefühl, dass sie trotzdem glücklich ist. Kann ich mal eine Menschenkenntnisprobe würfeln? Ja. Oh. Schwer zu lesen, die Frau. Ja, also wäre sie 70 Jahre jünger, würdest du sagen, sie ist verliebt. Ah, vielleicht erinnert sie sich an die alten Zeiten zurück. Das kann natürlich sein. Ja, Raffi würde jetzt sich kurz abtrocknen. Brauchen wir eine Rüstung, Boltax? Nein, oder? Wir kommen ja als Ebenbürtige. Oh, ich glaube auch nicht. Also, Außerdem können dann alle mein Tattoo mal bewundern. Oh ja, das ist sehr schön geworden. Das solltest du auf jeden Fall zeigen. Boltax, hat sich denn irgendwas verändert oder sieht's immer noch gut aus? Nein, optimal. Vielleicht das von die Alan ein wenig. Das müsste ich mir mal genauer angucken. Ich sehe das so schlecht von hier unten. Ja, da kommen wir später noch zu. Ja, dann, Frau, gute Dame, würdet ihr uns führen? Das wäre sehr freundlich. Selbstverständlich, dafür bin ich hier. Keine Sorge, für den Bären habe ich einen kaiserlichen Dispens. Ja, ja. Er ist größer geworden. Mira. Sie kannte Mira ja schon, als Mira noch so klein war. Na, Mira, erinnerst du dich? Er ist größer geworden. Sie ist größer geworden. Sie. Mira ist ein gutes Mädchen. Ah, wunderbar, jetzt wird ein toller Ausflug. Derweil können Kurtan bzw. Abelmir, Sherithes bzw. Zulamin und Xantilia oder Iserun das Lager betreten. Mit dem Pferd bzw. mit dem Esel könnt ihr dann hineinrumpeln und euch die Soldaten ansehen, die Schwerter Borberats, einige Magier und auch einige seltsame Kinder mit starrem Blick, die wirklich nicht ganz so aussehen, als würden sie aktiv nach etwas suchen oder aktiv ein Leben führen, sondern nur auf Abruf irgendwo warten. Ihr könnt den gewaltigen, geschuppten und goldenen Leib von Lessankan erblicken, der irgendwo zwischen einem Wehrturm der Wehranlage sitzt und dort hinter der Siedlung mit jemandem spricht, verhandelt. Ich würde gerne, bevor wir die Siedlung betreten, noch einen Schleier der Unwissenheit auf uns wirken. Ja, gegen Dämonen geschützt, ja? Gegen allgemein magische Entdeckung. Okay. Das hast du natürlich in der Zeit getan. Ebenso raucht die Alraune von Abelmir in den Himmel und sorgt dafür, dass ihr nicht von weiteren interessanten Spähdämonen observiert werdet. Und nach dem kurzen Schleier der Unwissenheit von dir seid ihr dann vor sämtlichen Entdeckungen gefeit. Kommt denn dieser verdammte Drache her? Als wenn wir nicht schon genug Probleme hätten. Können wir in Richtung Gasthaus oder wo wir das Gasthaus vermuten würden, ohne daran vorbeizukommen, oder? Ja, Lessankan sitzt wohl auf der anderen Seite. Ihr betrachtet euch kurz diese Siedlung. Es gibt zwei Eingänge. Einer, der in Richtung Süden, in Richtung der Brücke rausragt. Einen in Richtung Osten, nach Raya raus. Und durch den könntet ihr dann eintreten. Der ist natürlich auch bewacht, aber wenn ihr euch kurz dann ausweist mit einem Esel, mit dem Pferd, mit dem Karren und Nahrung und dann einfach sagt, dass ihr zum Zollhaus bzw. zum Gasthaus wollt, dann könnt ihr da auch vorbeitreten. Und Lessankan erst einmal, er ist nicht weit von euch entfernt, aber zumindest seid ihr der Meinung, dass er gerade jetzt, wenn ihr einen Schleier der Unwissenheit habt, dann seid ihr vor profaner Sicht von ihm verborgen. Währenddessen geht ihr am Marketenderlager vorbei. Ihr könnt zahlreiche Handwerker erkennen, die geschäftig sind. Ein paar Händler, ein paar Wundärzte, ein paar Huren und Lustknaben, die ihr wohl auch noch erkennen könnt. Aber vor allem auch auf den ersten Blick wird das deutlich.
Diebe, Betrüger, Plünderer, Bettler oder Marodeure, die auf ihren Vorteil hoffen, wenn das alles geschlagen ist, die dann sich bereichern wollen, die vielleicht auch Bohrenfrevel begehen, indem sie irgendwelchen Leichen dann Dinge klauen. Also das Marketenderlager ist nicht so sehr für euch geeignet, sondern da tatsächlich dann auch wohl eher die Gaststube. Ne? Also man kann sich da natürlich umsehen, aber da wollt ihr einfach nicht hin. Das sind einfach nur das wildes und rüdes Volk. Ich habe meinen Wurf übrigens nochmal gechippt. Okay. Wie Ken ja lästern kann, er war ja bei der Schlacht der drei Kaiser dabei, nicht wahr? Sulamin kennt ihn auf alle Fälle. Isorun hat gegen ihn profan gekämpft. Ist die Frau bei uns kennt halt. Sulamin auf alle Fälle. Ich hoffe, dass er abgelenkt ist. Meint Sulamin leise zu Abelmir. Wir sollten ihn möglichst nicht unter die Augen treten, das ist richtig. Dort vorn scheint das Gasthaus zu sein. Ja, wenn ihr die Gaststube zum Zollhaus betretet, direkt in unmittelbarer Nähe zum Zollhaus selber, das große steinerne Gebäude mit der Burg. Ihr könnt noch einige andere Häuser erkennen, Wirtsstube, wie gesagt, den Sattler mit Stall, wo auch Schusterarbeiten durchgeführt werden, Tuchmacher, wo die anderen umliegenden Bauern wohl auch Schafe oder Schafswolle dann abgeben können. Und hier ist nicht wirklich viel passiert, vor allem wohl auch das Zollhaus hat eine ganze Menge an Gewinn gemacht. Die anderen haben sich eben nur im Schutze der Siedlung dann drumherum begeben. Ihr könnt das Wirtshaus betreten, ist einfach eingerichtet und ihr könnt dann eine Wirtin erkennen, die dahinter wohl gerade ja, Leute bedient. Das sind eine ganze Menge hier, also unglaublich viele. Das Gasthaus hat wohl zwei Säle, die miteinander verbunden sind und alles ist rappeldicke voll, vor allem mit Soldaten, die dann hier ihre Münzen springen lassen. Seid gegrüßt. Ja, Xeron zum Gruße. Hallo, wie kann ich euch helfen? Wollt ihr was trinken? Wir kommen mit Vorräten. Hättet ihr da Interesse? Ja, kann ich immer gebrauchen, gerade jetzt in Kriegszeiten. Sehr gut, sehr gut. Ich habe hinten noch einen Stall, da könnt ihr das dann abladen. Da wird euch dann zwei, drei Knechte werden euch das abnehmen. Üblicher Standardpreis, ja? Ja, wir brauchen allerdings tatsächlich die Unterschrift der Besitzerin. Wärt ihr so freundlich mitzukommen? Mitzukommen? Naja, sie rollt ein bisschen mit den Augen, schaut in die volle Wirtsstube, da laufen wohl auch zwei, drei andere Mundschenke herum. Würfel mal eine Überredenprobe. Alles klar. Ist nicht sonderlich erschwert, du bist auch eine Toberin, also bestehen reicht. Und sie nickt. Ja, ich komm mit. Dass uns das Bier ausgeht. Was habt ihr denn mitgenommen? Dann tritt sie dann von Dresen zurück und an euch vorbei auf die Tür zu. Sodass ihr dann irgendwann draußen neben dem Esel und dem Karren steht. Ja, während wir dann unsere Waren aufdecken und ihr zeigen, würde ich ihr dann leise einmal die Parole sagen. Wir sammeln Spenden für die Schlaflosen. Ja, sie holt ihre Geldbörse raus, zieht drei, vier Kupfer raus und hält sie dir dann hin. Habt ihr schon einen Schlaflosen gesehen? Wer schläft, sündigt nicht. Ja, das ist wohl richtig. Nehmt ihr das Geld jetzt oder nicht? Ja, danke. Ob wir auch bei euch unterkommen könnten? Tut mir leid, aktuell habe ich alles ausgebucht. Aber ihr könnt mit den Übernachtungsgästen reden. Vielleicht ist der ein oder andere bereit, sein Quartier zu teilen. Schon gut. Was ist denn im Moment hier los? Oder wen könnten wir da noch befragen, wenn ihr sehr beschäftigt seid? Wenn ihr länger bleiben wollt, könnt ihr zu meinem Mann. Der hat noch draußen, da gibt es ein kleines Bauerngestüt mit ein paar Schafen. Da könnt ihr dann bei Vater Helmbrecht schlafen. Da könnt ihr wohl unterkommen. Ja, ist nicht ganz so bequem, ein bisschen rustikal, aber so wie ich das sehe, kommt ihr wohl aus Tobrien, ja? Kann ich zumindest an eurem Akzent hören. Gut. Ja, wendet euch einfach an Vater Helmbrecht. Das ist der Weidenbaumer. Perfekt, vielen Dank. Wir laden die Sachen dann hier ab und die Knechte bringen sie hinein. Ausgezeichnet, dann, wenn ihr noch irgendwas braucht,
Unterschriften oder so? Ja, ja, hier. Kurtan, die Unterschrift. Natürlich. Hier und hier. Ja, 10 Minuten später sind die Waren entladen. Ihr habt noch einen Esel mit einem leeren Karren und wenige Dukaten, die sich dann in eurem Geldbeutel befinden. Nun, meine Freunde, wollen wir einmal einen kurzen Weg durch das Lager einschlagen, während wir zu unserem Gastgeber gehen? Sehr gerne. Ja, wie gesagt, bloß diesen aus dem Augenwinkel des Drachen bleiben. Definitiv, ja. Aber wir müssen diesen Bauernhof ja auch erst einmal finden. In der Tat. Ja, so könnt ihr euch im Lager etwas umsehen. Würfelt mal bitte eine Kriegskunstprobe, ob ihr auch unerkannt bleibt und euch so verhaltet, dass ihr nicht auffallt. Und zwar von euch allen. Ähnlich wie Schleichenproben. Das könnte schwierig sein. Kriegskunst habe ich nicht. Dann kannst du ableiten auf Etikette plus 10. Oder vielleicht können Nabel mir und ich sie auch mitnehmen. Oh, nee, ähnlich wie in meiner Schleichenprobe würde ich... Könnt ihr nicht gegenseitig eure Punkte zum Ausgleichen dann benutzen? Ja, ich würd dir die Hälfte von Abelmirs geben, die 8, die 4. Also Etikette plus 10 und du bekommst eine Erleichterung von 4, also Etikette plus 6. Okay, mal sehen. Hast du da mir nicht soziale Anpassungsfähigkeit oder so? Ja. Hilft das? Fragezeichen. Hilft. Hör mal eine Etiketteprobe. Also das ist jetzt die Etikette erschwert um 6. Und die klappt. Mhm. Ja, Zulamin ist ganz fasziniert von den verschiedenen Soldaten, die hier mit ihren schmucken Uniformen stehen. Schwerter Barbaras, auch wenn sie hochgefährlich sind, aber Baktiere kannst du wohl aktuell nicht unter ihnen erkennen. Da kann Iserun dich zurückziehen, als du gerade in Richtung des Zollturmes gehen wolltest, so ein bisschen mit blindem Blick. Und ihr könnt vor allem erkennen, dass sowohl die Magdalenata sich die Zollburg gekrallt haben und nur Frauen in der Nähe von dem ansteigenden Hügel sind, die euch dann auch grimmig anblicken mit Wut und Hass. Ihr könnt wohl auch einige Amazonen erkennen, die angekettet und angebunden sind und dann eben nur freigelassen werden, wenn sie in den Krieg ziehen sollen. Ansonsten sind sie so sehr von Belhalha korrumpiert worden, dass sie angekettet werden müssen. Oh, da nicht lang. Oh, tut mir leid, Xantilia. Es ist so viel los hier. Ich bin das nicht gewöhnt. Ja, hier Lager, die sind schon eine Welt für sich. Es ist aber interessant, dass sie sich hier angesiedelt haben oder das in Beschlag genommen haben. Angeketteten gehören auch zu ihnen, oder? Ja. Keine Gefangenen. Sie hat wohl der Zorn des Jenseitigen überkommen. So ähnlich wie bei, wie heißen die nochmal bei den Torwalern? Wahlwütige? Genau diese. Torwaler. Ich weiß nicht, was besser ist. Das ist aber wohl gar keine Frage. Die hier sind, naja. Ja, sie nehmen sich nicht viel. Sie setzen auch alles in Brand und zerstören alles. Was könnte der Drache hier wollen? Im Krieg hat er doch nichts zu tun. Nicht wirklich, nein, aber... Nun ja, einer von ihnen hortet Reichtümer, beziehungsweise beide von ihnen tun das. Und Xeran ist in der Klemme. Vielleicht versucht er ihn zu bestechen. Oder er hat was gegen ihn in der Hand. Gegen einen Drachen? Ja. Ich weiß ja nicht. Dann hat er besser etwas Gutes gegen ihn in der Hand. So oder so ist es nicht gut für uns, wenn dieser Drache noch mitmischt. Es wäre gut für uns, wenn die Verhandlungen schlecht liefen. Und der Drache vielleicht vom Zorn überwältigt würde. Schwebt euch da etwas vor? Es ist eher die Ahnung eines Plans, eines sehr gefährlichen Planes. Lass uns erst weiter umsehen.
Wo meint ihr, wird Jana festgehalten auf dieser Burg? Während du das gerade sagst, könnt ihr wohl erkennen, wie Jalan von einer der Palisaden durch ein Tor geführt wird. Er wäre wohl angebunden, aber ihm fehlt seine goldene Hand. Da, wo sie ehemals saß, ist nichts mehr, sodass sie jetzt seinen Arm an die Hand gebunden haben. Und wird wohl gerade an euch vorbei, beziehungsweise auf der anderen Seite des Platzes in Richtung des Gasthauses geführt, aus dem ihr eben vor einigen Minuten herausgetreten seid. Wenn man vom Naja spricht. Was ist mit seiner Hand? Oh. Da war keine Hand. Meint ihr Xeran? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt bleiben wir bei unserem Plan. Wir müssen herausbekommen, wo sie ihn hinbringen. Offenbar in das Gasthaus. Seit wann hält man in einem Gasthaus Gefangene? Tja. Aber gut, es gibt nicht viele Gebäude aus Stein hier. Nun, besser das Gasthaus, als unter die Augen dieser Schwarz-Amazonen zu geraten. Für uns ist das besser. Reden wir trotzdem erst mit diesem Bauern Helmbrecht.